Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Diablo 3 mit Steffi. Darf ich jetzt Hallo sagen? Das darfst du. Du musst mich jetzt mal ankündigen, dass ich Hallo sage. Hallo! So, und wir sind stehen geblieben in dieser Krypta oder Kathedrale, wo auch immer. Und schon wieder rein, geh weg. Und Aufnahme läuft. Ich habe da mal nachgeguckt. Bisher sind die Aufnahmen auch geglückt. Und wir waren eigentlich stehen geblieben bei Pokémon. Genau, Lieblings-Pokémon, jetzt bin ich dran. Richtig. Meins war, wie gesagt, Mewtwo. Ja, und meins ist natürlich. Ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht, ob Mammutel oder Mammutel auf Französisch. Mammutel. Ein bisschen Französisch. Und, ach, jetzt habe ich vergessen, dieses Schnecken-Pokémon. Schneckmark oder so ähnlich? Nee, nicht das Feuer. Das Boden-Wasser-Pokémon. Ach, hier, Amoroso. Nein! Das ist von den neueren. Ach die so. Kennst du nicht. Ach so, ich dachte, du meinst diese alte Schnecke da, also hier. Die alte Nein. Schnecke, wie das klingt. Die alte Schnecke. Gut. Zweideutigkeiten haben wir in diesem paar Wochen untergebracht. Sehr schön. Nun gut. Erstmal sammle ich hier nebenbei diesen. Naja, welche Schnecke. Warte mal, von welcher Generation? Warte mal, ich geh mal kurz auf den Desktop und guck mal eben. Bis mal kurz AFK Desktop. Da kann ich hier mal heimlich wieder um sie im Kreis rennen. Ja, ich seh's ja nicht. Deswegen. So, hier, PokeWiki, ne? Tolle Seite. Daumen hoch. Ich hab auch gerne mal auf Bisa-Fans nachgeguckt. Ja, da bin ich auch noch angemeldet. So. Man hört mich scrollen. Nee, hört man gar nicht. Hört man gar nicht. Ne? Vielleicht eine Aufnahme, weil die lauter aufnimmt, aber gucken wir mal. Dann hört man mich nicht scrollen. Das finde ich nicht. Wegen sowas machen wir jetzt hier Pause. Das ist wichtig. Ja klar, jeder will wissen, was dein Lieblings-Pokémon ist. Mammutel habe ich gefunden. Ah, das ist doch nicht... Nee, das kann nicht. Warte, das muss auf jeden Fall vor der weißen Edition sein. Mammutel, genau. Du hattest die Vorstufe Quickle oder so? Nee, warte genau. mal. Genau. Hier, Gastrodon. Quickle, der Pfeife, Gastrodon. Das ist cool. Das ist... Gastrodon, das ist, hier... So, Boden. Genau, genau, ja. Genau, das mag ich. Und dann gibt's noch, ich glaube, Libeldra. Oh. Weil die ist Boden und Flug und dann haben da auch wenig Attacken eine Chance. Das stimmt nicht. Die ist irgendwas mit Drache, aber die hat die Fähigkeit Schwebe. So. Ja, genau, sowas, wo Elektroattacken auf jeden Fall nicht. Aber die ist auch Boden. Ja, ich glaube, Drache Boden oder sowas und hat aber die Fähigkeit Schwebe oder so, glaube ich, wo halt die Bodenattacken nichts ausrichten können. Ich habe immer am Anfang statt Libeldra, also Libellendrache sozusagen, habe ich immer Libellora gelesen. Und bei Libeldra, die ich mag. Das ist gar nicht Libeldra, die ich mag, sehe ich gerade. Dumm. Genau. Aber ich weiß jetzt auch nicht, welches das ist. Aber es ist sowas ähnliches. Ist auch egal. So. So. Zeit des im Kreislaufens ist vorbei. Also um dich herum. Dann laufst du schon weiter. So, warte. Ich bin da. WB. Das ist ja eine Begrüßung, macht die Tür auf und bläh. Ja, erstmal eben Heuschrecken gespuckt. Mein Hexendoktor sagt übrigens auch immer Dicta, ne? Wenn ich mal erwähnt habe. Dicta. Wo wir gerade bei Pokémon sind, sagt Dicta. Dicta. Das war, also Dictree war zumindest ein sehr schnelles Pokémon, ja? Wenn man es auf Initiative getrimmt hat, konnte es Mewtwo Konkurrenz machen. Aber, wenn wir eigentlich schon mal dabei sind, ich müsste mal zurück in die Stadt, um Items zu verkaufen. Ja, mach mal, genau, bevor wir hier zum Skeletti kommen. Genau, zum... Zum Skelett, ja. Und auf jeden Fall, ich fand es ja lustig, damals als Pokémon halt so gehypt wurde, da hat ja jeder hier in irgendeiner Zeitung, da haben manche auch ihre Pokémon vorgestellt und da gab es einen, der hat da echt Mewtwo nur Psychoattacken gegeben. Ich war ja dann eher einer, der Eisstrahl, also Psychokinese, was noch, Genesung und Donnerblitz hatte.
Damit warst du eigentlich sehr, ja, rundum abgesichert, sage ich mal. Zur Not konntest du dich auch noch schön heilen. Jo. Aber am Anfang war das richtig schwer zu fangen. Ja, man hat ja den Meisterball, wenn man ihn noch hatte. Stimmt. Und wenn man jetzt vom ersten Spiel ausgeht, also von Rot und Blau, ja, es war Blau, ne? Ich habe immer die Rote gehabt, da konnte man ja dann auch Ja, Missing hier No. dieses, genau. Missing No, ja. Das habe ich dann aber auch benutzt, muss ich sagen. Ich auch, und da habe ich auch Sonderbonbons geholt. Ja, das stimmt. Das Item auf der sechsten Position und sowas, ja. Das war schon ganz lustig. Ich hab dich einfach mal gefleckt. Ja, fleck mich. Ach ja, Missing No. Das war noch was Lustiges. Ah, ich hab's mal geschafft. Da gab's auch dieses Sunny oder Funny Town oder so. Da habe ich es echt mal geschafft, meinen Spielstand zu zerstören. Oh, okay. Doch, wir werden dich besiegen irgendwann. Naja. Da haben wir auf jeden Fall, genau, reden wir einfach noch über Pokémon. Über unsere Erfahrungen in Pokémon. Aber ich weiß ja, ich hatte hier noch dieses Stadium und alles. Ja. Also hier fürs N64. Und jetzt haben mein Kumpel und ich gesuchtet ohne Ende. Ah, da weiß ich noch, da gab es ja dann Mewtwo als sozusagen Endgegner. Ist das jetzt der Endgegner hier, ja, wa? Kommen wir jetzt hier hin? War das so? Ja. Also jetzt nicht der Ja, Endgegner vom aber. Anfang, aber jetzt erstmal von dem An diesen Abschnitt, sag mal so. Teilakt. Genau. Ach ja, stimmt, da war ja was mit den Akten, ne? Oh, du bist gleich tot, das ist also gut. Ich wollte gerade sagen, du sollst dich heilen. Der konnte aber ganz schön zuschlagen gerade. Holla die Waldfee. Oder Holladius Waldfedius, wie ich gerne sage. Oh. Der schlägt ganz schön zu. Immer diese Fernkämpfer, die ja voll im Vorteil sind. Wo ist denn der auch da? Nun gut. Ja, aber auf jeden Fall. Ich weiß noch, Yu-Gi-Oh! Zum Beispiel hatte ich auch mal gespielt, aber auf dem Emulator mal. Yeah! Das war mal ein Skelettkönig. Was haben wir denn hier Schönes bekommen? Nicht wirklich viel Interessantes. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich war gerade abgelenkt. Warst gerade so still, da dachte ich, vielleicht Skype hat irgendwas gemacht oder so. Weiß man ja manchmal nicht, was die Technik so macht. Ja, das stimmt. Ich hatte heute auf Arbeit zweimal einen Kurzschluss. Also die Versicherung, na klar. Die Sicherung hat zweimal rausgehauen. Das war auch schön. Okay. Vom Pizzaofen. Na, sehr schön. Lohnt sich bei Starkstrom. Oh, Video. Die lange Reise, auf die mich die Götter geschickt haben, hat mich hierher geführt, zu der Wahrheit, dass der gefallene Stern ein Mann war. Er weiß nichts darüber, wer er ist und wo er herkommt. Vielleicht kann Kane die Wahrheit herausfinden. Wird Kane die Wahrheit herausfinden, ist jetzt die nächste Frage. Ja, aber wir. So sieht es aus. So, Rest ist verkauft. Dann kann es ja weitergehen. Ach so, wir können mit dem Portal. So, gucken wir mal. Einfach da, wo das Zeichen ist, ne? Ach ja, genau. Friedhof der Verlassenen, ja. Ich habe übrigens früher auch so ein. Naja, es war kein Ego-Shooter, das war mit
Star Wars, irgendwas mit Jedis, habe ich gezockt, aber ich weiß nicht, wie das hieß. Ich muss sagen, von den Star Wars-Spielen habe ich nur die auf den Nintendo-Konsolen gespielt. Zum Beispiel Shadows of the Empire. Nee, Quatsch, das war, naja gut, das war ein bisschen Third Person. Aber ansonsten hier Star Wars Rogue Squadron oder so, das waren halt, wurde die Schiffe da immer geflogen bist, also hier X-Wing, den T-Bomber und sowas, oder wie die, nee, den Y-Bomber oder sowas. Da hast du halt immer solche Flugmissionen gemacht. Aber so die anderen Star Wars-Spiele, also The Force Unleashed, habe ich zum Beispiel gar nicht gespielt. Aber naja, was spiele ich sonst? Also, was habe ich sonst so gespielt? Mario, Zelda, Unreal Tournament, wo ich dich damals noch ärgern konnte, weil du es nicht hattest. Ja. Wo ich dann gesagt habe, so, ich gehe dann mal jetzt nach Hause und UT spielen. Nur lustig war, Serious Sam ging ja bei mir nicht, was du mir mal ausgeliehen hast, als ich am zweiten Stimmt, das habe Teil. ich auch gespielt. Den ersten Teil hatte ich auch gespielt, wo ich dann. Da habe ich einfach mal diese Cheats verwendet mit dieser Stargates-Taste, wie du immer so schön sagst. Ja, auf jeden Fall. Da konnte ich mal das eine Level nicht beenden, weil du kannst ja einstellen, dass du fliegen kannst und durch Wände. Ja, genau, ne? Aber der Witz ist, dadurch konnte ich dieses Ziel nicht triggern und Ja. konnte das Level nicht beenden. Aber was wollte ich noch sagen? Ja, Yu-Gi-Oh!, das hatte ich ja schon gesagt, auf dem Emulator. Da war halt das Gute, da konntest du Safe States setzen. Weil ich habe das immer so gemacht, bevor du die Karten ausgewählt hast, immer hier Ja. so ein Safe State gesetzt und dann, wenn die Karten nicht gut waren, einfach das Spiel wieder geladen. Aber das waren Zeiten. Ho. Lang, lang ist's her. Ja, die Fähigkeit ist noch nicht bereit, aber die Abklingzeiten gehen ja jetzt schneller vorüber. Hatte ich doch angewendet, oder? Ja, habe ich. Ist das eigentlich angewendet oder angewandt? Ich weiß das nie. Habe ich jetzt auch nicht im Kopf, aber manchmal gibt es ja Dinge, da lässt der Duden beide Varianten zu. Das ist ja wie in den Fällen, also hier mit dem zweiten und, nee, warte mal, mit dem Dativ und Genitiv. Lässt der Duden ja manchmal auch zwei Dinge zu. Komischerweise. Aber der Witz ist, ich habe ja jetzt erfahren, dieses Oxford Dictionary hat. Ups. Du bist gestorben. Nein, da lacht man natürlich nicht drüber. Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Ach, Geist freigelassen? Na gut. Kann man natürlich auch machen. Tja, dann Ja, helfe ich dir halt das war jetzt aus Versehens. Na gut. Ich bin ja wieder auf dem Weg zu dir. nicht. Tja, ob ich dann noch will, dass du zu mir kommst? Puh. Warte, ich habe da schon einen kleinen Trick auf Lager. Nicht in die Stadt gehen und zu mir. Nein. Genau das habe ich aber gemacht. Das ging jetzt sogar schneller, als wäre ich dir hinterhergelaufen. Das stimmt. Eigentlich hätte ich da auch mal die Rüstung reparieren können, weil das habe ich jetzt schon seit Anfang dessen gar nicht gemacht. Machst du ja nie, ne? Nö. Wäre letztes Mal schon gemerkt. Ja, genau, da ist ein gelbes Symbol. Meine Rüstung ist bestimmt leicht beschädigt. Aber was ein Geier! Naja, auf jeden Fall. Bäumchen. Macht hoffentlich gleich hier ein. Ach Kämpfst so, du noch? okay, das Gift. Wollte ich gerade sagen, das ist doch schon tot. Ja, aber das Problem ist, ich bin immer im Gift stehen geblieben. Ja, wie blind muss man sein, ne? Naja, gut.
Aber es macht halt Spaß auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, weil da macht es ja wirklich mal Sinn, aus den Effekten rauszugehen. Weil sonst macht man es ja eigentlich nicht so, weil es kaum was Ja. abzieht. Außer halt im vierten Akt bei diesen komischen Viechern, die einen mit einem Schlag erledigen. Wie ich schmerzlich feststellen musste. Giftdinger. Oder nee, was waren das? Doch. Nee, das waren diese mit diesen vier langen Armen oder sowas. Ja, diese. Ach, wie hießen die denn? Nee, mit Hammer hatten die nichts im Namen, oder? Ach so, doch, doch, ich weiß, welche du meinst. Ja, stimmt. Ah ja, im vierten Akt, na komm. Ich mag ja hier die Bäume gar nicht. Das sind böse Ents. Und Ents sind nicht böse. Stimmt, Ents hießen die Bäume aus Herr der Ringe, ja. Ich finde es halt nur lustig, welche tiefe Stimme die haben. Das war übrigens der gleiche Synchronsprecher wie von Gimli. Echt? Der Baumwort synchronisiert hat. Oh ja. Als würde ich da was Falsches erzählen. Nee. So, Stimme kommt wieder. Danke. Nee, aber das muss ich mir nochmal angucken, weil das fand ich jetzt irgendwie nicht ähnlich klingt, oder? Naja, da habe ich wahrscheinlich nicht genau hingehört. Aber nicht schlecht. Aber wie die so sagen, also wie die so genüsslich sagen, dann wir haben beraten oder so ähnlich, halt mit total tiefer Stimme. Oh, raus aus dem Gift. Schnell Gegenstand einsammeln und dann weg hier. Gegenstand einsammeln, habe ich gesagt. Danke. Ich werde zurückkehren. Ja, was zum Geier? Das sieht ja wirklich richtig viel ab. Ah, ich denke mal, auf Inferno bin ich dann sofort tot, wenn ich da drin stehe. Da bist du ja besser ausgerüstet. Und habe bessere Widerstände mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Genau. Du hast aber auch so ziemlich wenig Vitalität, muss ich sagen. Du Das hast. Bleib kann. mal stehen. Du Stalkt hast. mich Du doch sollst stehen nicht. bleiben. Nee, du hast 2186, das sehe ich ja so. Und ich habe 5932, also hier oben die Lebensanzeige. Ja. Und das ist schon ein bisschen wenig bei dir. Dann sollen mal Gegenstände mit Vitalität und Geschicklichkeit droppen. Ist ja hier kein Wunschkonzert. Leider. Aber wenn das Spiel will, dass ich mehr Leben habe, dann sollen die mir sowas geben. Bin ich zumindest dafür. Aber es könnte mal wieder ein Legi droppen. Ja, das hat's jetzt noch gar nicht. Deswegen. Ich hatte Giftgewick. vorhin im Inferno eine legendäre Hose für den Mönch gefunden. Und die hast du schon verscherbelt? Ja, die ist ja ab Level 60. Ja, da brauche ich noch ein bisschen hin. Und außerdem hat die meine Zauberin irgendwie, brauchte die, ich weiß gar nicht wieso, aber die half meiner Zauberin. Okay. War wahrscheinlich mit Intelligenz drauf. Das kann dann wohl sein, ja. Hatte ich ja. Ah, was ist denn jetzt los hier? Ah, weg hier! Hilfe! Ich bin total abgelenkt. So, Pause. Nein! Hilfe! Oh, nein, über diese Telefonfails während Aufnahmen. Moment, wie lange nehme ich denn schon auf, um zu gucken? Vielleicht könnte man ja hier doch einen kleinen Cut setzen. Na gut, dann ist dieser Part wohl etwas kürzer. Ich werde dann gleich mal denjenigen zurückrufen, der mich angerufen hat. Ich hoffe, trotz dieses Telefonfails hat euch dieser Part gefallen. Wenn ja, könnt ihr ja einen Daumen nach oben geben und die kommentieren oder was weiß ich auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Diablo 3.
Steffi, du darfst uns verabschieden. Tschüss. Im Namen von uns beiden. Alles klar, ciao.